Ja, moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Jetzt schauen wir uns hier mal die nächste Demo an hier. Witching Hour. Das Spiel soll schon nächsten Monat rauskommen. Irgendwann im Mai. Es ist ja, weiß man nicht, vielleicht wird es auch verschoben noch oder so. Auf jeden Fall bin ich relativ knapp dran. Egal, wir schauen jetzt auf jeden Fall nochmal rein und dann sehen wir, ob es sich lohnt, die Vollversion im Auge zu behalten. Man sieht, eine Menge Rätsel kommen auf uns zu. Ist natürlich nicht ganz so meine Stärke. Aber egal, wir schauen mal, ne? Wie immer, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Anschauen. Menü ist schon mal sehr hell. Eine Fresse, sieht aus wie ein Stück Kreide. Mal bin ich orange, mal bin ich weiß, ich und meine Beleuchtung hier. Vielleicht muss ich da doch noch mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Press any key. Gibt sogar eine Sequenz hier. Das Kinderzimmer. Wollte den Spinat nicht essen. Irgendwie klingt die Mucke eher wie von so einem Reiseführer oder so. Vincent Late. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Mann auch The Swine gemacht. War auch nicht so geil. Ja, aber ich glaube, das Video ist vorbei. Ja, so, jetzt sieht er auch wieder einigermaßen normal aus. Mit schwarzem Bildschirm geht das. Press any key, mal wieder. Oh, sehr abwechslungsreich. Die Geschichte kann hier anders sein als im And you richtigen said we Spiel. never hang out. When was the last time we spent the whole day together? Ja, jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig aus mit diesen Konturen um die Arme und so. Das ist so ein bisschen Borderlands-mäßig, so Comic-Style. Ah, die wundert sich, wann sie das letzte Mal den ganzen Tag zusammen verbracht haben. Der einzige Grund dafür, dass sie es jetzt mal tun, ist, weil der Vater sie aus dem Haus geschmissen hat und ihr langweilig ist. Both things can be true. Beides kann wahr sein. What is this place anyways? Was ist das für ein Ort? I don't know. It Keine just says Ahnung. Eastern Village on the town map. Looks like it's seen better days. Keine Ahnung, auf der Karte heißt es einfach nur, dass es das östliche Dorf ist und das Ding hat schon bessere Tage gesehen. Everything in this town is old. I hate that we live here now. What are we supposed to do if we run out of money? Alles in dieser Stadt ist einfach furchtbar alt und sie hasst es hier zu leben. Und was sie sonst, was sie wohl noch tun müssen, wenn sie völlig kleidet sind. Have some ideas. Der hat da schon ein paar Ideen. Okay. What? Sell me to the circus or something? Sowas wie sie an den Zirkus zu kaufen, verkaufen oder so. No, we bought you from the circus and they have a strict no return policy. Nein, sie sagt, wir haben dich aus dem Zirkus gekauft. Sie haben so eine strikte, keine Rückgabe, Vereinbarung. Also die nehmen auf jeden Fall nichts zurück. Haha. Can we play hide and seek? Please. We came all this way. Ja, sie findet das jetzt natürlich nicht so witzig, aber sie will gerne Verstecken spielen, wenn sie schon mal den ganzen Weg hierher gekommen sind. Oh, meine Fresse, sie sieht ein bisschen alt aus wie Verstecken spielen eigentlich schon. Okay, but don't go too far. It's already getting late and we need to be back before it's dark. Okay, also sie soll nicht so weit weggehen. Sie wollen wieder zu Hause sein, bevor es dunkel wird. No peeking. Nicht schummeln. Nein, nicht gucken. Bom, 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 bom. Da stapft unsere kleine Schwester leichtfüßig wie ein 2,30 Meter großer Oger in die Landschaft. Kann ich mich jetzt mal langsam wieder mit einklinken hier? Ready or not, here I come. Start the game.
Let's play Hide and Seek, Leute. Wow! Was ist los bei der Maus? Ich stelle mal meine DPI-Zahl komplett runter. Ja, jetzt sind wir so auf einem relativ normalen Standard. Ich kann noch mal eine Stufe meine Maus hochstellen, separat. Ja, Alter, die Maus geht ja richtig steil hier. So, wir sind in dieser nicht ganz so schönen Grafik, aber es geht schon, es geht schon. Schlimmeres gespielt. Meine Fresse, ich spiele gerade Phantasmagoria. Ja, ich hab's richtig gesagt, jawohl. Spoiler-Alarm, die ersten drei Videos nenne ich das Spiel noch Phantasmagoria. So, jetzt habe ich ihnen natürlich nicht zugehört. Das ist ja ein Village. Jetzt soll ja eigentlich die Schwester suchen. Ja, ich werde jetzt hier mal nicht so ewig viel rumrennen. Ich glaube nämlich, die ist doch gar nicht so weit weg. Das ist hier. Ja, das Spiel kann schon etwas länger gehen. Ihr wisst natürlich jetzt schon, wie lange das Spiel gehen wird hier. Die Demo. Ihr seht die Videolänge. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass so ein paar Leute daran über eine Stunde gespielt haben, auf jeden Fall. Sieht doch ganz nett hier aus. Weiß gar nicht. Kann man schon machen, ne? Can I help you? Ach, da wohnt jemand drinne. Der Eingeschlossene. Kann ich Ihnen helfen? Oh mein Gott. Sorry. I didn't think anyone lived out here. Not many do. It's usually just people passing through. I assume you came with that girl. The one in the leather jacket. Ja, sie hat sich nämlich genauso gewundert wie ich, dass hier überhaupt jemand lebt und hat sich dann dafür entschuldigt, dass sie nicht stören wollte, ne? Und er fragt jetzt, ob ich zusammen mit dem Mädchen unterwegs bin in der Lederjacke. Die wollte sich hier wohl verstecken, unsere Schwester. Ich hatte wohl den richtigen Riecher, aber ja, sie war wohl auch erschrocken. Yeah, that's my little sister Emma. We were just playing a stupid game. Ja, das ist ihre kleine Schwester Emma. Die spielen einfach nur ein blödes Spiel. I saw her crawl under the fence of the Historical Society. The big house northeast of here. She really shouldn't have gone in there. Also er hat sie gerade in einem Loch unter dem Zaun durchkrabbeln sehen. Ja, er hat sie unter dem Zaun durchkrabbeln sehen in so einem historischen Gebäude. Das ist so ein großes Haus im Nordosten. Und ein historisches Gebäude, Society ist ja eigentlich Gesellschaft. Ja, egal, aber sie hätte da auf gar keinen Fall reingehen sollen. Oh, thanks for telling me. I should be on my way then to go get her. Na, danke, dass du es mir sagst. Ich gehe dann mal weiter. Gate's locked, and you probably won't fit under the fence. But I can help you. I just need something first. Also, die Tür ist verschlossen und sie ist zu groß, um unter den Zaun durchzupassen. Und er wird dir helfen, aber dafür braucht er noch was. Sure. What do you need? Sicher, was brauchen Sie denn? There's a small house east of here. I'll give you the key for the front door. Something very important to me is in there. Retrieve it, and I'll help you open the Historical Society's gate. Can you do this for me? I would do it myself, but I can't. Okay, also hier im Osten, östlich von diesem Gebäude, gibt es ein kleines Haus und da ist irgendwas drinne, was er auf jeden Fall gerne hätte. Und ja, er kann mir den Schlüssel dafür geben und dann lässt er mich in das Haus der Geschichtsgesellschaft rein. Oder irgendwie sowas. Genau, er kann es nicht alleine machen. So, ich will das für ihn machen. Small house east of here. Okay, what am I looking for exactly? Das kleine Haus östlich von hier, alles klar. Wonach soll ich suchen? Hallo? Hello? Okay, der sagt nichts mehr. Ja, ist jetzt blöd, dass die Texte da unten über den ganzen Bildschirm gehen. Das Ding ist, ich will meine Kamera. Ich brauche dafür sonst mal einen Rahmen oder so, dass ich das hochsetzen kann. Das sieht sonst ein bisschen blöd aus. Wenn da kein Rahmen drunter ist, weil so mit dem Greenscreen jetzt und so, dann schwebe ich da irgendwie so im Nix, so abgeschnitten. Hier wohnen wir?
Okay. Hollow Hills. Hatten wir da nicht gerade Road to Hollow Hills? Hieß das Spiel nicht so? War das nicht auch so eine Demo? Auch irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Gibt es einen Hintereingang? Sieht gut aus. Oh. Jede Menge Wasser im Brunnen, sehr schön. Die Leute werden nicht durstig sein. Okay, there's something in here that guy wants. Shouldn't be too complicated, right? Ja, erstmal gucken, was die Sache ist. Der will bestimmt was zu lesen. So, okay, hier haben wir das erste Rätsel. Dafür müssen wir erstmal die Lösung finden. Ich habe schon mal reingeschaut bei Schauerland, aber ich kann mich jetzt, das ist auch eine Weile her und ich habe es mir auch nicht so genau angeguckt. Wie gesagt, wenn ich irgendwas selber spielen will, dann versuche ich mich so wenig wie möglich zu spoilern. Aber ich schaue schon mal vorher rein, ob ich überhaupt irgendwas ausprobieren möchte. Nur weil hier haben wir jetzt die Position von dem Männchen. Wir haben hier mit dem Weiblichkeitszeichen mit den Hörnern. Ja, so aus. Da gleich hingehen, der muss mir das nicht aufschreiben. So. Das ist, ich glaube, so. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja, keine Ahnung, Leute. Kommen wir noch zu. Das Ganze genau andersrum. So, ist das niedrigste? Ja. Genau andersrum. Okay, da haben wir das Letzte. Jetzt die Frage, soll ich mich hinter ihn versetzen? Soll das der rechte oder der linke Arm sein? Wir können ja beides ausprobieren. Okay, jetzt sind wir sowieso schon wieder hier. Mittlere Einstellung. Zack. Okay, das war jetzt zum Glück noch nicht so schwer.
Moin Moin! Ja, denn dieser. Also den Bildeffekt hier habe ich jetzt nicht verstanden. Warum denn? Sie hat keine Kamera in der Hand oder so. Was soll denn dieser Effekt? Oder hat sie nur was zu essen geholt? Alles leer gemacht hat er. Durchs Fenster raus ist er. Okay. Kann durchatmen. Er ist weg. Ich höre so ein Flüstern, Leute. Aha, hab ich genau gesehen. Der Gnosis. Kombination für den Safe. Tatsächlich, so kann die Rätsel weitergehen. Kein Problem, das schaffe ich auch. Altes Siegel hinten drauf, okay. Ein altes Siegel auf einer alten Fotografie. Wie soll es auch anders sein? Dann nehme ich einfach mal mit. Scheint ja wichtig zu sein, wenn es in so einem Zettel ist. Achso, das war's, was er haben wollte. Woher weiß sie das jetzt? Wird er vielleicht auch das Bügeleisen haben? Keine Ahnung. Wird bestimmt bei seinen Nachbarn eingebrochen. Haben den sein Familienfoto geklaut. Die hatten bestimmt eine Wette am Laufen, die beiden Dudes. Dass der eine dem anderen was klaut, ohne dass er was dagegen tun kann. Und der andere muss dann einen Monat lang sein Haus sauber machen oder so. Sie sieht ja auch so schäbig aus. Die lassen das extra dreckig werden, damit der andere umso mehr Arbeit hat. Achso, wieder gedrückt halten. Bitteschön. Nanu. Habe ich zu lange gebraucht. Hallo? Damn it, I need that gate key. Was ist denn das? Ach, das ist so eine Säge, so eine Handsäge. Sowas hier. Ist hier wohl passiert? Ist hier jemand eingebrochen? Ich glaube, der Kerl, der da in dem anderen Haus rumgeschlichen ist, der hat auch so ein Ding in der Hand. Ganz leichte Platz zwischendurch drinne. Ja, das Spiel läuft noch gar nicht so flüssig. Okay, es ist verrammelt. Brad. Mit einer Kette verschlossen, ja, der macht doch weg. Wir sind doch hier auf der. Der Vesuvius-Therme, Leute. In der Tasse nach einem Urlaubsort. Mit in die Vesuvius-Therme. Ja, gerne doch.
Hallo? Ja, genau. Jetzt simulier mal hier. Ist doch fit zu Fuß. Genau gehört. Kannst sogar noch einen Stuhl umstellen. Hier ist ein Wimmelbildspiel oder was? Egal, wird schon nichts passieren. Bester Platz für die besten Kunstwerke des Hauses. Sehr schön. Hier wurde es auch gemalt. Hey! Ich hoffe, das war, weil ich dagegen gelaufen bin. Ja, mich fast ein bisschen erschreckt. Aber echt mal, ich habe keinen Bock auf Mannequins. Die Dinger sind todeslangweilig. Die Horrorspiele sind überflutet mit Mannequins, ey. Das Ding ist, man kann echt schon gute Sachen mit Mannequins machen. Das streite ich ja gar nicht ab. Und auch der hat mich ja fast ein bisschen erschreckt hier, aber ist eben halt das Problem, wenn man die zu oft sieht, immer und immer wieder. So, Leute, ja, ich muss jetzt tatsächlich für ein paar Wörter auch nochmal Hilfe suchen, aber das Biest sitzt in der Ecke eines lang vergessenen Landes, und einer schlendert am weitesten über ihn, zerbrechlich in der Hand, Zerbrechlichkeit in der Hand. Weder über noch unter den beiden schwingt eine Seele, nackt, hochgaloppierend, ein dunkles Omen. Kann nichts anderes als starren. So kann ich helfen, nur starren. Eine Seele, die in Gedanken gequält wird, liegt am weitesten vom Blassen entfernt, während zwei Seelen zwischen der Dunkelheit auf Glocken und Schleier warten. Hat jemand Schamhaare angeklebt? Nein. Jetzt auch sehr absurd gewesen. Es sieht von Weitem so aus, egal, wer jetzt auf die nackten Schaufensterpuppen mir an zu glocken. Verschlossen. Ja, klar. Sollte hier auch irgendwas offen sein. Der Blasse. Mal. Du der Blasse? Ich meine, es ist ja schön, wir haben jetzt hier so ein Rätsel. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo irgendwas ansortieren oder so, aber wo denn? Moment, hier war was. Leute, ey. Von hier keine Chance. Man muss so nah dran stehen und dann. Hängt ja gut an hier. Okay. Dafür ist der Text da. The Pale, also der Bleiche, ist auch ein weiterer Name für den Tod. Das Biest in einem längst vergessenen Land wird dann wahrscheinlich hier der Teufel sein. The Hanged Man kann nichts anderes, kann nicht helfen, aber starren. Wahrscheinlich. Ja, so. Kommen wir mal. Easy.
Viel zu einfach. Nein, habe ich nicht. Ich habe es nachgeguckt, Leute. Es ist, mit den Übersetzungen und sowas war das ein bisschen schwierig. Ich habe schon verstanden, was das Rätsel von mir wollte, aber es war für mich nicht klar, auf welcher Seite ich anfangen soll. Ob der Tod nun auf der Seite oder auf der Seite und ob er oben oder unten ist. Das heißt, ich hätte hier ewig rumprobieren müssen. Ja. Ja, meine Zange. Nice. Jetzt können wir mit der Zange hier ausrichten. Ich kann das benutzen, um durch dünnes Metall zu schneiden. Wo haben wir denn hier dünnes Metall zu schneiden? Messer? Jo, steht da oben auf der Herr. Machst du die Scheißtür? Ist gar nicht so geil hier. Jetzt kann ich böse. Er bedankt sich für die Fotografie. You didn't have to help me, but you did anyway. I won't forget this. Wir hätten ihm nicht helfen müssen, aber wir haben es getan. Das wird uns niemals vergessen. Eben nicht gleich in Panik geraten. Er wollte uns nur freundlich drücken. Ein Ereignis hat dein Schicksal verändert. Ja, sehr schön. Du wolltest mir einen Schlüssel geben, Meister. Wir hatten Deal. Hallo, Schlüssel. Mich verarschen? Alles muss man hier selber machen. Guckt euch den Typen an. Ey. Ich werde das niemals vergessen, aber gib mir nicht mal den Schlüssel. Komm, dafür packe ich mir auch noch das Kleingeld hier ein. Nein. Das ist wieder dieses Symbol. Sag mal, ist nichts Besseres zu tun hier? Mit dem Seil bringen, du stehst da schon so günstig. She shouldn't be in that house. Sollte nicht in dem Haus sein. Ja, hättest du das nicht mal ihr sagen können, damit sie da gar nicht reingeht? Komm, ey, ich kann mir den Scheiß hier nicht mehr geben, ey. Also auch immer da drinnen noch war, ist wohl was für später. Wir gehen jetzt natürlich, Boah, das war unheimlich, sagt sie. Lass uns Emma finden und hier verschwinden. Bin ich voll dabei. So, hier ist das Haus der historischen Gesellschaft oder das historische Haus der Gesellschaft oder whatever. Hm.
Auch schon über 40 Minuten an. Emma, where are you? Es ist auf jeden Fall anscheinend ein umfangreiches Spiel. Und Demo schon so lang ist. Der Tod und die weiße Frau. Wir nehmen zusammen ein Bad. Bin am Strand, machen Urlaub. Nochmal hier den ganzen Rumgespucke und sowas. Einfach mal ein bisschen Abstand kriegen. Nee, wir müssen die Bretter hier wegmachen. Kann sie nicht mit bloßen Händen. Meine Fresse. Mega. Okay, schon besser. Ah, so ein bisschen schaukelt sie ja. Schön hier für die Gäste auch so Filzpantoffeln, damit das schöne Parkett nicht kaputt geht. Was gibt's denn hier schon wieder so Todestrauriges? Man sieht so selten fröhliche Leute in Horrorspielen. Ein Modell des Steuerrades. War eigentlich Brems. Ja, ich weiß, da steht Bremsrad, Breaking Wheel, aber. Wie ist das aus der Steuerrad von so einem Schiff? Die Zeiten ihrer Tode. Aha. Also gibt es wahrscheinlich drei so eine Modelle mit jeweiligen Zahlen drauf. Das ist der innere Ring. Okay. Ja, die haben sich ja hier ein paar Konstruktionen ausgedacht, Leute. Es sieht von außen so eine übelste Holzhütte, so Tom Sawyer-mäßig, und dann kommt es hier rein und die haben hier so Hightech-Apparaturen, um ihre Türen zu verschließen, ey. Das ist ja mal wieder ein gutes Beispiel für die absurdesten Verschlussmechanismen in Horror-Games. So, also, dann wird hier drauf irgendwo was stehen. Nö, ich sehe hier nichts. Ja, wir gucken uns erstmal nochmal den Rest des Hauses an. Vielleicht ergibt das alles nachher noch ein bisschen mehr Sinn. Ich bin ja gerade erst hier reingekommen. Aber eigentlich. Ach, Breaking Wheel ist das so ein Teil, womit früher gerädert wurde. Wieder so eine 220 Olle in irgendeinem Flur. Immer gleich wieder dieses Petit-Trauma.
sagt sie. Jo, bin schon unterwegs. Also diese Bildstörung krieg ich auch nicht einorientiert. Was soll mir das sagen? Nervenzusammenbruch? Keine Ahnung. Warum machst du mir denn die Tür vor der Nase dicht mit Geisterolle? Okay, die hat wahrscheinlich gar nicht jetzt aufgemacht. Planetensysteme. Ja, genau. Das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif. Der Mars ist nah dran. Wahrscheinlich hier oder da. Keine Ahnung. Ey. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, der... Das ist der Pluto, der am weitesten von der Erde entfernt ist, weil er so, dass er auch so kalt ist. Venus ist, glaube ich, irgendwo hier. Ey, Leute, ey, ich hab die geringste Ahnung. Ey. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo noch einen Hinweis. Ich gucke ganz gerne mal so Astrologie-Videos und so über das Weltall und sowas, aber meine Fresse. Ich bin da nicht gebildet genug, um alle möglichen Planetenpositionen jetzt hier raushauen zu können. Ein Platz für einen Schlüssel. Nee, wir müssen irgendwas machen. Hier, da ist eine Note dran. Wir müssen irgendeinen Ton erzeugen, irgendeine Melodie spielen oder so. Wir sind hier in der Rätsel, im Rätselgebäude, Leute. Ey, hier jagt ein Rätsel das nächste. Ey, sortiert die Planeten. Spiel Musik und. Ah! Aber irgendwie voll so das Einzige, was ich vielleicht jetzt erledigen kann. So, dann machen wir doch mal hier. Ja, mit dem Mars hatte ich auf jeden Fall schon mal bei ganz gut gelegen. Dass der Pluto am weitesten weg ist, hatte ich auch so richtig im Kopf. Also ein paar Sachen wusste ich, hätte es wahrscheinlich auch mit einem Büschen hin und her gepuzzelt auch noch selber hingekriegt. So. Sehr schön. Damit kommen wir jetzt hier rein. Okay. Ein Modell des Breaking Wheels. Ja, nicht so die geile Platte. Was will ich denn jetzt? Achso, ja, Brecheisen. Brecheisen habe ich natürlich für die Bretter. Geh raus. Ja, wie denn? Du hier, lol. Ja, so, ja, weg damit, so. Zack. Kann 3 Stunden Video werden. Ja, nice, ein Puzzle. Ja, Puzzle kann ich gut, dafür brauche ich keine Hilfe. Hallo? Ja, okay. Meine Maus muss auf das X. So. Okay.
Kinderspiel hier. Vorschule mäßig, ja. Ein bisschen blöd jetzt. Dahin, den hier. Da. Das war doch da, alles klar. Zack. Ja, bis jetzt ist das Spiel auf jeden Fall nichts für mich. Also es ist ja auch nicht wirklich schlecht. So, auch der grafische Stil stört mich jetzt nicht unbedingt. Dass hier so eine Frau an der Decke hängt, stört mich nicht so unbedingt. Aber wie ihr schon merkt, ich finde es jetzt auch nicht wirklich gruselig. Dafür muss ich hier viel zu viele Rätsel lösen. Warum soll ich jetzt vor der Frau Angst haben? Die hat mir eben noch geholfen. Die tut mir bestimmt nichts. Hallo? Hallo? Ey, ich finde auch... Das ist langsam. Also, fällt euch das nicht auch selber auf? Ey, man kann in einem Horrorspiel selten an einem Telefon vorbeigehen, ohne dass es irgendwann klingelt, ey. Was sollen denn diese Standardelemente immer? Irgendwann reicht es auch mal. So, wir spielen jetzt hier eine schöne Melodie, weil wir können auch Klavier spielen. Time to see if those piano lessons paid off. Du klingst scheiße. Sehr schön. Ein Modell of the Pillory. Ach, da unter ist auch eine Uhr. Nur 15. Werde ich nochmal bei den anderen Dingern gucken, ob da auch eine Uhr in der Nähe ist. Das kam jetzt überraschend. Ist mir glatt kurz das Herz stehen geblieben. Ich hab das Atmen vergessen. Mehr von sowas bitte. Hier, da ist eine Uhr. Yeah.
drei Zeiten, aber nur zwei so eine. Ich gucke einfach erstmal, was passiert hier. Das hier ist der innere Kreis. So, Leute, okay. Ich weiß nicht genau, wieso und warum. Aber wir machen es einfach. So. So muss das sein, Leute. Betritt den Keller. Ich will nicht, ich hab's mir gerade anders überlegt. Ja, da wären wir im Keller. Eine Stunde, sechs Minuten, Leute, ey. Na, mal sehen, was ich noch rausschneiden kann. Aber eins wird es niemals geben. Zwei Teile zu einer Demo. Ich mache nicht aus einer Demo nicht ein mehrteiliges Video. Vergiss es. Also ich dachte, ich mache hier den Strom an. Oh, sonst wäre da kein Strom. Okay. Aber ich hoffe auch, dass das hier gleich vorbei ist. Und ja, es ist nicht mehr weit. Es müsste hier der letzte Abschnitt sein. Hallo? Yeah. Emma? Komm da gleich mal rum hier. Hey. Mathe. Das mal das ergibt 120. Denn plus was sind 122? Ja, 5 mal 12 wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Nee, 10 mal 12. Doch, 10 mal 12 sind 120. Plus 2 sind 122. Das verstehe ich jetzt nicht. Mal plus ergibt 50. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen rumprobiert, wurde ich. Eins plus 48. Leute, egal, ich bin nicht gut in Mathe. Wenn ich es nicht verstehe, heißt es nicht, dass das hier nicht richtig ist. Aber 1 und 48 ist für mich 49 und nicht 50. Aber vielleicht bin ich echt sehr schlecht. Okay, das ging jetzt Glück mal ein bisschen zügiger und ohne gucken. Emma! Jetzt der dumme Schalter. Ah, toll, auch kaputt. So eine Kacke. Nee, hat noch funktioniert, alles klar. Warum klingt der Schrank genauso wie die Tür oben?
War das jetzt? Hier? Nee, hier ist ja schon im Kreis. Alles klar. Ah, hier. What's this? Ein Geheimgang. Die satanische Tür. Natürlich abgeschlossen. In seine Augen sind das doch. Das ist bestimmt so eine Statue oder so. Das ist bestimmt. What the hell is this place? Ja, es ist von dem Macher von The Swine. Da sind doch die Masken. Ich hab's richtig erkannt. Okay, also, es gibt hier wohl in letzter Zeit zu viel Tumult um das historische, um die historische Gesellschaft und wir müssen unbedingt den Körper einer gewissen Lucilia hier entfernen. Er soll irgendwann eine Zeremonie soll da stattfinden, wofür sie diesen Körper wohl auch brauchen. Und da gibt es ein Haus von so einem ständig Betrunkenen, wo die Lucilia sie mal hingebracht hat vor einigen Jahren und wo sie die mal hingebracht hat und da steht seit einigen Jahren leer und jemand soll den Körper dann dort schnellstmöglich hinbringen und dafür einen Wagen nehmen, der aussieht wie ein Baufahrzeug für die anstehende Restaurationsprojekte und das sollte wohl niemanden auffallen und sobald die Vorbereitungen in Lucilias Haus abgeschlossen sind, wird sie den Rest des Weges bewegt. Das Lucilia sieht aus wie Maria. Ein Orgel. Nächste Rätsel. Was soll das werden? Eine Pyramide. Sehr schön. Ah, Schiebepuzzle, Mann. Meine Güte. Schiebepuzzle echt nicht so geil. So, aber egal. Das habe ich doch jetzt hier relativ schnell hingekriegt. Unter 5 Minuten auf jeden Fall. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Irgendwas ist doch aufgegangen, oder? Deswegen dachte ich auch erst das Messer hier. Hier ist wirklich gar nichts, Leute. Ich gehe jetzt einfach wieder raus und zack, vielleicht ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Dann. Sehr schön. Mega. So wollen wir das sehen. Progress, Leute. Progress. Satansbilder. Auch Progress. Yeah. Okay, freiwillig unser Blut zu geben, hat nicht denselben Effekt, wie es mit dem Mann war. Beginnt jetzt zuerst mal mit Rumtreibern. Oder irgendjemanden aus der Stadt zuerst. Und haltet euch ruhig. Macht es ruhig. Und wieder ein Mords vor die Hand. This book looks creepier than the others. Maybe it can explain what's going on in this place. Memoir von Lucilla. Das Buch sieht unheimlich aus als andere. Vielleicht kann es erklären, was hier an diesem Ort vor sich geht.
But for now, I need to get out of here. Aber erstmal muss ich hier raus. Time to leave. Ja, das finde ich schon länger, aber ja, dann machen wir es jetzt. Hallo? Hallo? Das war unsere Schwester mit einer Schweinemaske. Emma! Emma, nimm den Scheiß vom Kopf. Du weißt noch nicht, wer die vorher aufhatte. Emma! In Stromkasten gelaufen. Emma! Da! Blöde Emma! Weil erschreckst du mich denn so? What are you doing down here? I saw you open the basement door, so I followed you down here. You shouldn't have snuck into this house. What are you wearing? Ja, sie hat ihm halt gesehen, wie ihre Schwester die Kellertür geöffnet hat und ist ihr dann hinterher geschlichen und die Rose fragt jetzt natürlich, was trägst du denn da? It's a pig's mask. I found it in that weird room. There's a bunch of them. I was just trying to scare you. Es ist eine Schweinemaske. Sie hat hier in einem komischen Raum gefunden, wo noch eine ganze Menge mehr davon sind. Sie wollte mich nur erschrecken. Hat sie auch noch ein bisschen geschafft, ja. Just take that thing off and we can talk about this later. Let's get out of here. Ja, jetzt nimm das Ding ab, wir können da später drüber reden und lass uns hier verschwinden. Die waren auch zu faul, Gesichter zu programmieren, ne? Ich hab bis jetzt noch nicht das Gesicht von einer der Schwestern gesehen. Vor allem die Animation beim Reden wahrscheinlich. Damn, doch, jetzt sieht man das Gesicht. So late, and this storm is so much worse. Verdammt, es ist schon so spät geworden und der Sturm wird immer schlimmer. Let's not risk taking a shortcut and just go back the way we came through the pasture. And let's not tell Dad about what happened today. He's stressed out enough. Ja, jetzt lass uns nicht riskieren, irgendeine Abkürzung zu nehmen und lass uns einfach den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind in der Vergangenheit. Und lass uns auf jeden Fall nicht Vater erzählen, was heute passiert ist. Der ist schon gestresst genug. Okay. Ja, alles klar. Jetzt übersetze ich okay, Alter. Hä, hat die gerade geblinzelt oder? Wie sah es aus? Ja, alles klar. Er hat das nur aus den Augenwinkeln gesehen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mir das eingebildet habe. Boah. Ich sollte mit Emma gehen, damit sie sich halten. Ich kann sie nicht verlieren. Sollte mit Emma zusammengehen. Kann nicht riskieren, sie schon wieder zu verlieren. Achso, ich kann nicht sprinten. Deswegen sagt sie das. Nee, was wollen wir denn? Aber nee, es ist alles richtig, alles richtig. Wir müssen hier lang. Von hier gekommen. Wir müssen nach Hause. Das heißt, wir gehen am Brunnen vorbei. Einfach den geraden Weg entlang. Alles ganz einfach, Leute. Who lit all these lanterns? Er hat all diese Laternen entzündet. Ja, gute Frage. I should have assumed. Looks like he even left a card. Er hat eine Karte hinterlassen. Danke, dass du mir die Fotografie zurückgebracht hast. Ich werde dich bald wiedersehen, mein neuer lieber Freund. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich diese unheimliche Karte mitnehme. So, Hammers. Ach, I wish you would take that thing off. You look like a doll. Ja, ich wünschte, du würdest dieses Ding abnehmen. Du siehst aus wie eine Puppe.
Lucilia, okay. I'm not comfortable with people looking at me. Ich komme nicht damit, ich mag das nicht, wenn Leute mich angucken. Did you go into the Historical Society today? The basement was open. Bist du heute im Histori in der historischen Gesellschaft gewesen? Die Tür war offen. No. It was two girls. One snuck in, and the other went in to get her out. Did they really get into the basement? Nee, es waren zwei Mädchen. Eine ist reingeschlichen und die andere ist hinterher, um sie rauszuholen. Haben sie es wirklich in den Keller geschafft? Yes, two girls. A family moved into that old farmhouse. The one close to the parish. Could be them. Ja, zwei Mädchen? Eine Familie ist gerade ins Haus, ins alte Farmhaus eingezogen. Ist eine nahe des Parish, keine Ahnung, was Parish ist. Es könnten sie sein. They were playing a game. Maybe they didn't see anything. Die haben ein Spiel gespielt. Vielleicht haben sie einfach nichts gesehen. We can't take that chance. Call the others. We're going to pay them a visit. Wir können dieses Risiko nicht eingehen oder diese Chance nicht verstreichen lassen. Bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ruf die anderen, wir werden sie besuchen gehen. Und ich bin gerade am Überlegen. Ah nee, das war ja bei The Swine, ein Pärchen, was in das alte Farmhaus eingezogen ist. Weil da war es nämlich auch schon das Gleiche. Das ist ein Pärchen, ist ins alte Farmhaus eingezogen. Und dann kamen Leute. Und mit Schweinemasken. Da hat der Typ seine Frau. Ne, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Guckt euch einfach das Swine sonst nochmal an. Ich verlinke das hier jetzt nochmal, das Video. Weil ich glaube, das Swine war praktisch jetzt nur der Teaser zu diesem Spiel. Also praktisch der erste Teil oder so. Ich glaube, die hängen miteinander zusammen. Aber auf jeden Fall hatte die Familie in The Swine keine Kinder. Also es war nur ein Typ und seine Frau, die dort in dem Haus wohnten. Ich dachte erst, das sei vielleicht die Familie, um die es denn auch in dem Spiel geht, aber kann ja nicht sein. Also das ist schon interessant, wie das so miteinander zusammenhängt und sowas alles. Und hey, wie gesagt, das Spiel ist nicht schlecht. Ich würde dir jetzt auch keine schlechte Bewertung geben oder sowas. Es ist halt nur nicht so meins. Braucht ein bisschen mehr Action als Rätsel eigentlich. Aber ansonsten Games, Games. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock jetzt auf das Spiel? Holt ihr euch davon die Vollversion? Vincent Light. Und warum ist das so scheiße laut? Okay, Vincent Light hat tatsächlich auch noch etwas mehr gemacht als nur The Swine. Er hat tatsächlich auch Deathbloom Chapter 1 und Chapter 2 gemacht. Ich habe Deathbloom Chapter 1 gespielt, wie ihr seht. Ich habe es in der Bibliothek, wie ihr seht. Ich habe es auch schon gespielt, ich habe es durchgespielt. Ich glaube, meine Bewertung war ziemlich mies. Ja. Deathbloom war schlecht. Hawthorne will ich noch spielen. Das habe ich noch nicht gespielt. Kam 2020 raus. Das sah eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das wird sein bestes Spiel werden. Denn eben halt das Swine, das ich natürlich auch negativ bewertet habe. Das fand ich einfach auch zu lahm. Und ich weiß nicht, vielleicht gebe ich Deathbloom Chapter 2 nochmal eine Chance. Es sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er da großartig
Guckt euch das an, es ist doch kein Fortschritt. Einfach eins zu eins fast das Gleiche. So, ja, vielleicht gebe ich den auch noch mal eine Chance. Ich weiß gar nicht, Deathbloom, ich habe nicht mal ein Video, ich habe nicht mal ein Video dazu gemacht, ne? Ey, ich mache auch nicht zu jedem Spiel immer gleich ein Video. Ja, müsst ihr wissen. Wollt ihr auch noch mal Deathbloom sehen? Als Flopbuster. Ja, naja, wie dem auch sei, Leute, das war Witching Hour. 1 Stunde 30 Minuten. Leute, ich werde versuchen, noch so viel wie möglich rauszuschneiden, aber wie gesagt, ich mache schon viele Abstriche auch für die Zuschauer, dass ich die Videos echt so kurz wie möglich halte, dass ich eher lieber 2 Videos als eins mache, aber bei Demos hört das echt auf. Demos werden, egal wie lang sie werden, in einem Video rausgehauen. Ist halt so. Muss sich ja keiner angucken. Ne? Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Wie viele Videos soll ich am Tag hochladen, wenn ich alles in kleine Stücke schneide, Leute? Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.